Basti, Basti? Bist du bereit, Junge? Ja. Erster Skitag, Junge. Auf geht's, mach dich bereit fürs Frühstück. Dann ist es wieder diese Zeit des Jahres. Die Wintersportsaison steht an. Wir sind bereit und heute geht's ins Söldener Gletscherskigebiet. Wir zeigen euch, was da gerade für Bedingungen sind, wie sich Sölden auf den World Cup vorbereitet, auch generell, wie das Skigebiet Sölden so aufgebaut ist. Und am Ende des Videos gibt's auch was zu gewinnen, nämlich 3 Nächte in einem Doppelzimmer im Explorer Hotel. Das gibt's am Ende des Videos, deswegen dranbleiben und jetzt viel Spaß mit den Skiaufnahmen. Bereitet. Schaut euch das hier oben an. Es fühlt sich so stark an, nach 2 Jahren wieder genau hier zu stehen, am Tiefenbachgletscher mit diesem Ausblick, mit den Bergen, mit der Sonne, mit dem blauen Himmel, mit dem Schnee, gerade auch mit der Sonnencreme. Die hat schon das Gefühl gegeben, mal wieder richtig am Berg zu sein. Und mit dabei ist heute Basti. Moin. Grüß dich. Bereit für die Saison? Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, es ist perfekt bereitet. Das heißt, letzte Rille, oder? Tiefer Schwung. Ja, das könnte man jetzt natürlich so machen. Ist halt heute Morgen ein bisschen angefroren. Wir müssen jetzt erstmal wieder ins Skifahren reinkommen. Deswegen mein Tipp, Basti, geht es erstmal langsam an. Wir fahren erstmal einen schönen mittleren Schwung, trainieren das Timing und schauen dann, dass wir heute im Tagesverlauf noch mal ein bisschen sicher unterwegs sind. Nee, recht hast du ja. Ja, ist der solide Weg. Sehr gut, also einfinden auf den Skiern und das hier auf dem Hang. Wir freuen uns drauf. Auf geht's! Verhältnisse, aber schon auch angefroren heute Morgen. Jetzt erstmal wieder auf die Ski finden, die Bewegungsabläufe trainieren. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie ich mich am ersten Skitag warm fahre, könnt ihr hier oben in das Tutorial schauen und dann direkt wieder zurück ins Video kommen. Wir führen euch jetzt ein bisschen durch das Gletscherskigebiet hier oben, starten am Tiefenbachgletscher, werden gleich mal zum Rettenbachgletscher fahren, zeigen euch auch, was dann im gesamten Winterskigebiet hier in Sölden so geboten ist und deswegen jetzt erstmal weiterfahren. Das hat Spaß gemacht. Jetzt geht's auf hier mit dem Seitercar auf über 3000 und rüber zum Rettenbachgletscher und zwar zum Kühlschrank. Maske auf und ab in den Lift. Ja, und warum heißt diese Piste Kühlschrank? Man sieht es hier sehr gut. Die Sonne kommt ganz selten am Tag auf diesen Hang. Und deshalb trainieren hier die Skirennfahrer sehr gern. Ihr habt gerade Fabian Graz aus dem deutschen Team gesehen, der hier gestartet ist. Basti und ich haben hier vor 2 Jahren auch Marcel Hirscher gesehen, der trainiert hat, bevor es dann nämlich nächste Woche in den World Cup geht, da drüben am Hang. Und da fahren wir gleich auch mal hin. Dann schauen wir mal, was der Kühlschrank bietet. Und gerade sind die Zeichen hier voll auf World Cup, deswegen da vorne auch ein paar aus dem deutschen Team, die ihre Ski auf einer Geraden testen, mit welchem Wachs bei diesem Schnee das Ganze am besten läuft. Die fahren wirklich mit dem Skidoo einfach da hoch, lassen dann Schuss über die Gerade laufen und testen, welcher Ski am besten ist. Ja, das können wir auch mal machen, Basti, hä? Hey, Jungs und Mädels fahren schon brutale Geschwindigkeiten. Ja, das auch. Und was die da an Equipment anschleppen. Ja, hammerhart. Da sind wir schon anders aufgestellt. Ja, ja. Aber ja, natürlich wesentlich mehr. Yeah.
World Cup Hang in der Sonne gelegen. Wahnsinn. So langsam gelingt das Einfahren. Es macht schon richtig Spaß hier oben. Und jetzt sind wir am Rettenbachgletscher angekommen. Und ganz markant seht ihr gerade den World Cup Hang. Das ist die schwarze Schneid. Dieser Hang eröffnet den World Cup Zirkus auch diese Saison und er ist bereitet. Es sieht massiv aus. Leider ist der Hang daneben gesperrt. Das heißt, wir können euch nicht ganz auf die Spuren des World Cup Hangs bringen, aber wir zeigen euch das Ganze mal aus der Nähe. Kommt mit! Wir sind hier gerade im Zielbereich. Hier wird ordentlich gewerkelt. Hier ist das Bundesheer am Start. Hier ist die Technik. Alles wird aufgebaut. Der Zieleinlauf, die Kameras, alles, was es braucht, um dann eben mit der Weltelite durchzustarten. Richtig stark wieder hier oben zu sein, hä? Also, ja, es ist halt jetzt einfach 2 Jahre her, ne? Ja. Ist schon dann geil. Tolle Kulisse. Einfach mal so wieder auf 3000 Meter hochkommen. Peng. Ja. Toller Fotopunkt hier auch. Und dahinter gelegen ist übrigens der Tiefenbachgletscher, wo wir heute Vormittag als erstes waren und gleich zum Abschluss auch wieder hinfahren werden. Das Startpodest vom World Cup. Hier stürzen sich die Fahrerinnen und Fahrer ins Vergnügen oder ins Verderben. Kommt drauf an. Unser Anspruch ist es ja immer, euch auch mit den nötigen Informationen zu versorgen, was euch erwartet, wenn ihr jetzt hier ins Gletscherskigebiet und dann später auch ins Winterskigebiet Sölden fahrt. Jetzt gerade ist es so, dass Gletscherbetrieb ist. Wir stehen hier am Rettenbachgletscher. Da ist auch eben der Zieleinlauf des World Cups. Und hier an der Talstation gibt es neben dem Restaurant auch die Möglichkeit, Skier zu testen. Da ist ein Skitestcenter, vielleicht für einige von euch auch eine gute Option, bevor man sich mal einen Ski zulegt. Dann hier oben die Pisten haben wir ja schon einen Großteil gesehen. Es gibt aber die Big Three Rally und zwar an den 3-3000ern kannst du jeweils ein richtig starkes Foto schießen. Und wenn es dann tiefer in die Saison geht, November, Dezember, Januar, dann eröffnet eben das Winterskigebiet. Hier sieht man es sehr gut dargestellt. Jetzt gerade hier das Gletscherskigebiet, nur dieser Teil ist auf und dann eröffnet sich in den schneereichen Monaten das komplette Gebiet. Dann erwarten dich 146 Pistenkilometer und 31 Liftanlagen. Du kannst auch auf die Spuren von James Bond kommen, wenn du hier oben an der Geislach-Kugel-Werkstation das 007 Elements besuchst. Richtig stark, jetzt aber wieder rauf auf die Bretter, genug Informationen. Jetzt geht's auf durch den Gletschertunnel und dann fahren wir wieder zum Tiefenbachgletscher.
angekommen auf der Plattform und hier müsst ihr schwindelfrei sein, denn es geht ganz schön bergab, wenn man hier drauf steht. So bestimmt 100 Höhenmeter, die man hier verlieren würde, wenn es direkt nach unten geht. Aber der Ausblick ist fantastisch, wenn man hier steht. Da vorne raus die Wildspitze, zweithöchster Berg Österreichs. Und ihr seht auch da drüben den Pitztaler Gletscher auf der anderen Seite. Also auch da könntet ihr aktuell Skifahren gehen. Ja, Genuss hier oben, Emotion pur, der Winter ist wieder an. Auf geht's in die letzte Abfahrt des Tages. Was für ein starker Tag und doch was für ein schwerer Schnee am Ende des Tages. Das heißt auch ein bisschen Fazit zu ziehen, bevor wir gleich ins Gewinnspiel kommen. Wie war es jetzt hier in der Vorsaison am Anfang? Schon wirklich sehr eisig, das habt ihr gesehen bei den ersten Abfahrten. Da heißt es reinzukommen auf den Ski, nochmal die Kante zu spüren, das Sportgerät zu spüren. Und im Tagesverlauf wurde es dann echt warm. Jetzt ist es wirklich schon ordentlich weich, das heißt der Schnee, ja, ist eher so, wie man ihn an Spätostern kennt. Aber hat auch ganz schön viel Spaß gemacht, jetzt hier am Gletscher zu sein. Es haben auch einige Menschen den Weg hier hochgefunden. Es waren eben noch Ferien in einigen Regionen. Jetzt steht der World Cup an und dann, glaube ich, ist der Wintersportsaison mit ein bisschen mehr Schnee schon ein guter Start bereitet. Ich wünsche euch auf jeden Fall an der Stelle schon mal viel Spaß. Und jetzt ab ins Explorer Hotel, da wachsen wir die Ski. Natürlich Basti. Du bist mit dabei. Skitag ist beendet. Kleiner Kaffee zum Nachmittag und Skiwachseln direkt hier in der Lobby bei der Rezeption im Explorer Hotel. Und dann geht es jetzt gleich auch auf ins Gewinnspiel. Bügeleisen ist heiß, wir tragen mal kurz das Wachs auf. Wie schon eingangs im Video gesagt, gibt es einmal drei Übernachtungen für euch im Explorer Hotel der Wahl zu gewinnen und das auch im Doppelzimmer. Das heißt, ihr könnt eine Person mitnehmen. Alle Kommentare unter diesem Video nehmen teil und unten in der Beschreibung des Videos gibt es auch die Teilnahmebedingungen. Da seht ihr, zu welchem Datum das Ganze ausgelost wird. Ihr könnt euch das Explorer Hotel aussuchen. Wir sind jetzt hier gerade im Ötztal, aber es gibt auch Explorer Hotels in Bad Kleinkirchheim, Berchtesgaden, in Hinterstoder, in Oberstdorf, also ganz verschieden. Da waren wir auch schon in einigen Häusern. Das könnt ihr dann auswählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und verdammt viel Glück und Erfolg im Gewinnspiel. Also schnell kommentieren. Wir wählen dann die Gewinnerin oder den Gewinner aus. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder, was genau hier eingeblendet ist. Viel Spaß dabei und bis dahin. Ciao.